Inspirationen vom heutigen Nachmittag draußen. Man merkt, die Sonne wird stärker, also es geht Richtung Frühling. Gott sei Dank irgendwie. Beim heutigen Video habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal das Saatgut für heuer, was ich mir so vorgestellt habe, was ich mir auch schon, glaube im November oder so bestellt habe und was ich heuer so aussehen will und werde so die verschiedenen Saaten auch immer ein paar Wörter verlieren. Ich habe das dazu jetzt schon mal ausgepackt. Das alle habe ich da in der Blechkiste da gelagert. Ich kann jetzt bloß nicht hinhalten, sonst heißt es wieder Werbung. Einfach um das mäusesicher zu lagern. Weil ich denke, das Schlimmste ist, man hat wunderbar tolles Saatgut und dann kommt eine Maus ins Haus und dann liegt die Maus irgendwo in der Ecke, hält sich den dicken Bauch und man bestellt einfach nochmal. Ja, ich fangen wir mal ein wenig so leicht thematisch an. Los geht's jetzt mit der ersten Aussaat. Also ich selber sehe immer recht spät aus. Einfach aus dem Grund, ich will das weder belichten noch beheizen. Und wir haben da ein Haus mit reinem Holzofen. Also ich habe jetzt da nicht irgendwo konstante Temperatur mit irgendeiner Zentralheizung. Und dann hätte es schlicht nichts werden und ich sehe es irgendwo nicht. Ei, im Privatbereich, ich habe nicht den Druck, dass ich jetzt da zum 1. Mai die Pflanzen fertig verkaufen muss. Und dann muss ich im Privatbereich nicht mit aller Wucht und Energie verschleudern. Das widerspricht meinem Verständnis von Selbstversorgung. Weil Selbstversorgung ist irgendwo ein bisschen Rücksicht auf die Natur. Und wie gesagt, deswegen sehe ich recht spät aus und bis jetzt ist jedes Jahr alles geworden. Das eine ist dann habe ich halt nicht am 1. Juli die Paprika, dann sind sie halt am 15. Juli soweit. So was ist halt so. Ja, los geht's mit der Susanna. Das ist ein Tomatenpaprika mit süßen Früchten. Soll ja Gewicht um die 100 Gramm haben. Färben von grün nach rot. Ist auch für gut im Kübel geeignet. Höhe im Freiland 60 bis 70 cm, im Gewächshaus höher. Wer sehen, ich werde das alles einmal so im Laufe des Jahres noch wegen die Videos dann hochbringen, was geworden ist und so weiter. Das ist jetzt auch mal eine Dokumentation. Dann habe ich, bleiben wir bei Capsicum Annuum, das ist ein einjährige Annuum, also Jahr. Und Capsicum ist Paprika. Dann habe ich die Yolo Wonder. Jetzt mal, vielleicht kann man es dann besser sehen. So, ich hoffe, ich stelle es scharf. Das ist so eine rote Blockpaprika. Da habe ich es jetzt in Bio-Qualität. Wobei ich jetzt bin nicht der absolute Verfechter, dass es unbedingt Bio ist, vom Saatgut bis zum letzten, weil jetzt einem im Profi-Anbau, wenn man jetzt Schlangengurken zum Beispiel nimmt, die verwenden auch keine Chemie in dem Sinn. Also bei mir geht es da hauptsächlich, dass einmal keine Giftstoffe eingesetzt werden. Und jetzt bei einer Schlangengurken zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwelche Spritzmittel einsetzen würde, dann kann ich Schlangengurken nicht mehr verkaufen, weil ich habe ja mal Wartezeit. Und so arbeiten die mit Temperatursteuerung und Nützlingseinsatz. Und bei Nützlinge verwenden die wieder Spritzmittel, sind die Nützlinge tot. Also das macht ja mal keiner grundsätzlich nicht. Und somit, ich sage mal, man kann es alles übertreiben. Ne?
Und deswegen ist es einfach Zufall, wenn ich jetzt Bio-Saatgut habe. Die Yolo Wonder steht jetzt, ich lese jetzt meinen Text einfach vor, gedeiht besonders gut im Gewächshaus oder im Tunnel, kommt dabei auch im Freiland zurecht. Also bei uns, wir liegen jetzt da auf knapp 800 Meter, sollten wir da schon Gewächshaus oder Tunnelnehmer. Ich war Gewächshausnehmer, ich habe ein Gewächshaus gebaut an die Scheune. Und das ist dann für Tomaten und Paprika. Und einen Folientunnel habe ich, der ist dann für Gurken, das erwähne ich aber dann bei den Gurken nochmal extra. Hat große, glänzend dunkelgrüne, dickfleischige Früchte und rotreifend. Ja, wird auch 60 bis 70 im Gewächshaus höher, sind sie alle ähnlich. Und dann haben wir noch die Capsicum Baccatum. Das ist die Glockenpaprika. Das ist ja, glockenähnliche Früchte, daher der Name. An 0,7 bis 1,3 Meter hohe Pflanzen. Ist eine gute Kübelpflanze, kann auch frostfrei überwintert werden. Das kann ich mal probieren, weil unser Keller ist frostfrei. Und die ist scharf und mild. Also da steht es drauf, die Früchte sind außen mild, innen aber scharf. Ich denke mir, wenn die hauptsächlich einmal trocknen oder einlegen, so als Gewürzpaprika. Das waren eigentlich meine Paprika-Aufsaaten schon soweit. Weil ich habe zwar 2000 Quadratmeter Gartenfläche, aber die sind irgendwann voll. Also man muss da immer aufpassen, die Kataloge sind dick. Aber ja. Ach übrigens, es ist alles von Bobby Seeds. Reiner Zufall, ich habe mit der Firma keinerlei Verbindung in dem Sinn, außer dass ich jetzt das Saatgut gekauft habe. Habe ich gekauft, habe ich bezahlt. Ich habe da einfach letztes Jahr, also 2020 im Frühjahr schon mal bestellt, es hat funktioniert, dann war der Katalog da gelegen, bestelle ich wieder. Ich habe auch noch für andere, also wie gesagt, es ist keine Werbung, ich kann sagen, ich habe das bestellt, es ist anständig verpackt gekommen, es ist das gekommen, was ich bestellt habe. Das Saatgut letztes Jahr war völlig in Ordnung, aber wie gesagt, wo ihr bestellt, euer Problem. Dann habe ich da Paprika und Tomaten, die passen für mich immer wegen zusammen. Und so möchte ich das jetzt auch dann alles ein wenig aufdröseln da. Habe ich als erstes, das ist jetzt ein reiner Zufallstreffer, die Black Crimp. Ich habe gern ein wenig so russische Sorten, weil die vom Klima oft ein bisschen robuster sind. Das ist jetzt eine reine Fleischtomate, rot-braun mit Aroma. Die war eigentlich, die habe ich letztes Jahr angebaut, die war richtig gut. Russische süß-aromatische Landsorte, benannt nach der Halbinsel Krim. Ich meine, gut, das ist die Namen, gibt dem Kind einen Namen und er soll möglichst gut klingen. Ne? Die Früchte sind leicht flach, ungefähr 10 bis 12 cm groß, also doch schon ganz schön. Und tragen dunkelgrün-schwarze Schultern. Und geht natürlich, muss man ganz klar sagen, alle Tomaten, gerade jetzt bei uns auf der Höhe, Gewächshaus. Und dann muss man eben mal in dem Gewächshaus schauen, die Luftfeuchte möglichst gering zu halten. Also da nicht irgendwelche Sprühanlagen installieren oder so, idealerweise. Früher hat man so Töpfe vergraben, gießt da rein oder was man jetzt heute viel hat, sind die Tropfer. Das ist da wirklich so trocken als möglich in der Luft. Die Tomaten halten es auch gerne mal aus, wenn sie mal runtertrocknen. Klar, wenn die Blätter schon runterhängen, dann wird es kritisch, aber an sich müssen die nicht im Wasser stehen. Weil die größte
Das größte Problem, das ist der Hintergrund mit der Trockenheit, ist bei Tomaten die Kraut- und Braunfäule. Und das ist ein feuchter Pilz. Das heißt, wenn ihr Mods Luftfeuchtigkeit da drin habt, entstehen natürlich leicht Kraut- und Braunfäule. Und das ist der Pflanzenschutz schlechthin, wenn ihr erst mal die Grundlage dafür entzieht, weil ihr auch nicht viel Probleme habt. Und das ist halt im Freiland, gut geht auch, wenn man Dach drüber macht, dass die so trocken als möglich stehen. Aber im Gewächshaus habe ich doch einfach immer mehr Temperatur als im Freiland und darum sollte man das dann auch nach Möglichkeit ins Gewächshaus nehmen. Meine nächste Sorte ist die Red Cavern. Das ist eine Tomatensorte, paprikaförmig zum Füllen. Finde ich auch ganz schnucklig. Muss ich mir mal was einfallen lassen. Vielleicht kann man das auch irgendwie in irgendwelche Formen dann haltbar machen, dass man das fertig gefüllt, dass man dann so als zum schnellen Kochen, einmal kochen und dann bloß aufwärmen, irgendwie fertige Tomaten gefüllt hat. Es sind Beschreibungen, schöne rote Früchte mit gelben Streifen, die einer Paprika ähnlich sehen. Fruchtfleisch und Samen lassen sich auch gut entfernen. Die stabilen Fruchtwände sind ideal, um die Tomaten zum Beispiel als Vorspeise zu füllen für Freiland und Gewächshaus. Also da ist jetzt auch wieder bei 20, 25 Grad mit warmer Vorkultur im Haus. Also ich werde es dann irgendwann, wir haben den 15. Februar, in die nächsten zwei Wochen da mal anfangen. Die werden ungefähr 2 Meter hoch. Und somit zur nächsten Sorte. Die Defiant PHRF1. Ist krautfolieresistent, man wird sehen. Ist halt resistent, das ist auch ja einmal der Befallsdruck, ne? Wenn es ständig regnet und ich hab Nebel und feuchtwarmes Wetter, irgendwann knicken auch die weg. Ne? Und also die Defiant F1 ist die erste mit herkömmlichen Mitteln gezüchtete Tomate mit voller Resistenz gegen die Braun- und Krautfäule. In den USA bereits seit etwa 3 Jahren im Handel gibt es jetzt bei uns eben auch. Die dunkelroten, runden Früchte werden etwa 100 bis 120 Gramm schwer und haben eine gute Textur und einen guten Tomatengeschmack. Die Pflanzen wachsen determinant begrenzt. Also die werden 1 Meter hoch. Und wachsen eine da einmal quer durchs Gewächshaus, weil so eine Tomaten, die kann er leicht einmal, wenn es pressiert, 3 und 4 Meter werden. Gerade wenn er wegen vom Licht her nicht so optimal ist und da hat mal, ich sag mal, fürs Gewächshaus eher in die vordere Reihe zum Licht, kann man das einfach wegen nutzen. Ne? Wir werden sehen, was rauskommt. Also und F1 ist ja grundsätzlich einmal nicht schlecht. F1 ist halt einfach, man kann es aussehen, aber es kommt nicht das raus, weil bei F1 einfach immer wieder der gleiche Vater und Mutter gekreuzt wird. Den ich jetzt als Saatgutproduzent auch so machen, weil was nutzt es mir, wenn ich jetzt irgendein tolles Saatgut erfunden oder gezüchtet habe und das hat jetzt mit Genmanipulation oder so mal gar nichts zu tun, das ist eine reine Auswahl. Die Pflanzen, also die nehmen wir jetzt einen Vater zum Beispiel und 500 verschiedene Mutterpflanzen und der wird bestäubt und dann wird es aufgepflanzt und dann wird geschaut, wer halt die besten Eigenschaften hat. Auswahlverfahren. Und die besten Eigenschaften werden dann wieder und so weiter und bis halt dann nach, ich weiß es jetzt nicht, was bei Tomaten, vielleicht nach 10.000 Pflanzen oder nach 20.000, keine Ahnung wie viel, aber auf jeden Fall noch sehr viele, eine Sorte rauskommt. Und das kostet in der Firma ja Geld, das dauert ja über Jahre.
Das kann ja nicht in 3 Wochen da schnell züchten und dass die dann gar kein Interesse haben, dass das Saatgut einfach so vermehrt wird. Klar gibt es Lizenzen, aber trotzdem. Und ich verstehe es schon. Hat aber, wie gesagt, jetzt überhaupt nichts mit irgendwelcher Genmanipulation zu tun. Die Selektion, die Saatgutzucht macht die Menschheit schon seitdem es Saatgut gibt. Weil Getreide zum Beispiel, da hat es ja irgendwelches Urgetreide gegeben, das die damals in der Steinzeit aus irgendwelche Gräser wieder gefunden haben, die Samen wahrscheinlich eher durch Zufall wieder hingeschmissen, merkt, oh, es wächst was. Und irgendwann ist einer auf die Idee gekommen und gesagt, oh, die wächst aber schöner als die, nehme ich mal die. Und so hat sich das im Lauf der Jahrtausende entwickelt. Also nicht böse, ne? Dann habe ich da die Citrina. Das ist eine gelbe Tomaten. Jetzt zeige ich auch die. Zitronenförmig mit prägnanter Spitze. Wird ungefähr 80 Gramm schwer, also im Verhältnis zu den anderen eher kleiner. Und wächst in vielfrüchtigen Rispen. Mittelspäte Sorte. Will einen geschützten Anbau, wird 1,50 hoch, ja, außer wie alle anderen Tomaten auch. Wir werden es verfolgen. Dann, mich habe ich es heuer mit Schwarze, ne? Die Black Zebra. Zufällig auch wieder Bio, eine Salattomate, dunkelrot, war 90 bis 110 Gramm schwer, also ein ganz normales Durchschnittsgewicht. Ist eine mittelfrühe, kann auch im Gewächshaus kultiviert werden, sollte bei uns, ne? Also wird ungefähr 2 Meter hoch. Dann habe ich nur German Gold, eine Fleischtomate, gelb, rot geflammt, hervorragender Geschmack, ja, das hätte ich jetzt auch geschrieben, riesige, flachrunde Fleischtomaten, sehr saftig und fleischig. Ja, sowas nehme ich gern, weil mir dann so Tomatensaft oder ja, Mark zum Einkochen, weil man hat dann einfach den ganzen Winter über relativ schnelle Tomatensauce und das ist halt das Selbstversorger-Dasein. Und da dazu passt auch ganz gut der absolute Tomatenklassiker, die San Marzano. Das ist ja die Einlegetomaten, Safttomaten, Marktomate schlechthin. Und ja, die zwei, die werden dann hauptsächlich zu Brei. Ja, das waren jetzt. Die Tomaten für heuer sind eigentlich schon relativ viel, sag ich jetzt einmal. Von Tomaten möchte ich mal übergehen, was für mich jetzt so gedanklich ein wenig so passt. Das sind Kürbisse. Da habe ich Red Curry. Das ist Selektion, wird ungefähr 1,5 Kilo je Frucht und ist eine Hokkaido-Sorte, also man kann die mit Samt Haut und Haar da verarbeiten, hält sich ja relativ lang und ich habe jetzt heuer 3
Sorten an Kürbisse. Die zweite ist die Big Max. Das ist ja zwischen 20 und 50 Kilo. Ein riesen Deko-Kürbis. Das ist auch für Suppen geeignet oder so. Ich bin ja so ein Suppenkasper, ich könnte Suppen rund um die Uhr essen. Und dann habe ich noch einen Butternut-Kürbis, Butterscotch. Da ist F1-Sorte zum Beispiel in Bio, ne? Also, weil viele immer, wenn sie F1 werden, gleich die Panik kriegen. Ne? Ist nur die Vermehrungsart. Die Früchte werden ungefähr 600 bis 1000 Gramm schwer. Und widerstandsfähig gegen Mehltau, das ist gut, weil das ist das Problem vom Kürbis oft, dass er einfach Mehltau anfällig ist. Warum so viel Kürbis? So viel essen wir aber garantiert nicht. Ich habe da letztes Jahr einen Teil Gemüsegarten dazu gebaut und wir haben ein Grundstück, das ist etliche Jahre jetzt brach gelegen. Und dann habe ich das einfach mit dem Bagger abgezogen, weil da war alles an Giersch und Brennnessel und alles Mögliche. Und wir haben einen sehr lehmig-sandig-steinischen Boden. Und das ist mit der Umgraben oder Umfräsen schwierig, also sehr schwierig. Da habe ich den Bagger genommen, habe den ganzen Mist erstmal zusammengezogen. Hab's auf einen Haufen drauf, da sind jetzt Steine drin, da ist alles drin, wie es war. Und das haben wir jetzt dann abgedeckt und jetzt im Herbst das ganze Laub drüber geschmissen. Es ist halt flächig der Haufen zugedeckt. Jetzt im Frühjahr dann, wenn jetzt mal der Schnee weg ist, habe ich so Vlies, das decke ich dann drauf. Und da möchte ich dann die Kürbisse drauf, weil auch das Laub jetzt verrottet. Und die Kürbisse decken jetzt dann einfach den schwarzen Haufen dazu. Hat den Vorteil, ganz nebenbei, es kommt kein Unkraut mehr durch. Und ich hoffe einfach, dass jetzt nach einem Jahr Kürbis, wenn es schön sauber bedeckt ist, mein ganzes Unkraut in der Erde so weit abgestorben ist, dass ich die Erde dann wieder nutzen kann. Das war der Hintergrund, wie hier den Kürbis. Und ja, vor Kürbis, was für mich dann immer ganz gut der Übergang ist, ist dann die Zucchini. Da habe ich zwei Sorten. Das ist einmal der Klassiker, die Black Beauty. Ganz normale Zucchini ohne großes Theater. Ich werde die aussehen und dann relativ klein ernten. Ich mache diese riesen Brummer nicht, da kann ich ja meine Fichtenstämme braten, das ist genauso. Und dann die Tondo Scuro di Piacenza Rondini, also runde Zucchini. Werden bei Größen von etwa 8 bis 10 cm geerntet und können gefüllt oder mit Zucchini bearbeitet werden. Eine fortlaufende Ernte führt zur Bildung immer neuer Früchte, also man regt mit der Ernte auch die Neubildung an. Zucchini, Sie können auch mal einen Mehltau kriegen, aber ansonsten eine völlig problemlose Kultur, man muss es halt bloß ernten. Und also für mich der Sprung ist immer von Kürbis, Zucchini, kommt dann die Gurke. Gurken ist ja eine Sommerfrucht, ist ja schwierig einzumachen, haltbar zu machen. Außer jetzt die Salatgurken und so weiter. Habe ich jetzt einmal die normale Salatgurke. Die Sorte Gergana aus Bulgarien.
ertragreich. Man muss die Pflanzen aufleiden, klar, wenn sie am Boden liegen, wird die Frucht nicht gerade. Und die kommen dann jetzt eher ins Folienhaus, weil das Folienhaus durch die Folie schlägt sich doch immer mehr Feuchtigkeit nieder. Das heißt, ich kann die Feuchtigkeit immer anheben, automatisch, und habe dann weniger Probleme mit Mehltau, weil Mehltau ist ein klassischer Trockenpilz. Also wenn die Luft zu trocken ist, kommt Mehltau. Und mein Folientunnel ist 3x6 Meter in der Mitte, 2 Meter hoch. Also da wird es dann doch recht gut funktionieren, hoffe ich. Und dann habe ich da nur eine Snackgurke, die Pony F1. Ist halt ja kleine Gurken, ist schön zum schnell mal wegessen. Gerade im Sommer wegen einem Salat geschnitten oder so. Kann man einen im Kübel pflanzen, vielleicht fällt mir da auch noch was ein dazu. Nichts Hochdramatisches. Das fällt mir noch, da bin ich mir aber nicht ganz einig, ich muss erst mal den Platz nochmal schauen. Freilandgurken, also so Einweg-Weinmachgurken. Wir machen zwar alles Ei, also selbst Schweinebraten mit Gläs, aber irgendwie Gurken aus dem Glas, ich weiß nicht, wir essen fast keine. Also weil da auch nicht übermäßig viel machen, wenn vielleicht zwar Pflanzen, weil die stehen dann im Keller und werden alt. Speziell für unsere Böden, weil ich relativ viel Bohnen machen, weil Bohnen sind Stickstoffsammler. Und wir haben, wie gesagt, einen steinig, lehmig, sandigen Boden, also nichts Gescheites. Habe jetzt da French Beans. Keine Ahnung, wo die her sind. Nur so tschechische Sorten, also tschechische, irgendwo in Tschechien gekauft. Normale Bohnen sind überm Laub. Was jetzt eigentlich recht sinnig ist, weil sonst kann man da ewig sein, die Bohnen zu einem Laub drin suchen. Da sind ja meistens so Mücken, die stechen dann alles kurz und klar. Und da habe ich nur Runner Beans. Ganz normale grüne Bohnen. Und die Maxi. Also wie gesagt, ich habe Bohnen relativ viel. Das waren jetzt die Buschbohnen, wenn ich keine übersehen habe. Da ist nun mal Maxi, die hatte ich gerade. Dann habe ich die Konstantin, eine Stangenbohne. Da werden ja auch mittlerweile schon vorgezogen. Also ich, wie gesagt, da von Mitte Mai weg kommen wir die ins Freiland und dann können die da gleich wachsen, weil wenn ich da alles, dann brauche ich die ganzen Fensterbretter voll und das kann man nicht vernünftig gießen, das ist alles, ist das Ding. Dann, was ich immer ganz gern mache, sind so Prunkbohnen. Die waren ja die Ranken, ja, und die mache ich dann ganz gern. Ich bin kein Freund von Zäunen, aber man hat halt einfach irgendwo immer wegen einem Zaun und dann lasse ich die immer zuwachsen, die Zäune. Ist ja, wenn es einer einen schnellen Sichtschutz oder so, bevor man jetzt dann irgendwo mit Efeu da rummacht und den ewig nicht mehr los wird, kann ich nicht viel verkehrt machen. Kostet, keine Ahnung, 2,50 Euro sind wie Korn sind da drin, 25 Korn. Wenn es gut läuft, bringt er da ein ganz komplettes Grundstück mit voll. Und habt da nur Frucht, das blüht schön, was will die Menschheit mehr, ne? Und dann so dicke Bohnen, Saubohnen nennen sie das bei uns auch.
kann man auch ja, für verschiedenste Gerichte zum Abdicken zum Beispiel, ne? Weil es halt doch relativ eiweißstärkereich sind. Gibt es ein dickes Soßen zum Beispiel. Vor die Bohnen, die passen für mich dann einmal wieder zusammen. Nur zu Erbsen. Da habe ich jetzt die Sweet Salome Zuckererbse. Kann man ganz gut einmachen, kann man frisch essen. Geht auch in Salate, also wenn man die kocht, kurz blanchiert und dann mit Salatsauce anmacht, geht genauso. Ne? Also es muss nicht immer. Kann man eben auch einen Zaun mit begrünen. Und da habe ich die Erbse Oskar. Die ist jetzt aber bloß ganz groß. Das ist eine normale Markerbse, oder wie man die heißt, halt für Erbsen kann er. Aber eine Großpackung, weil das halt auch was zum Einlagern ist. Weil gerade sowas sollte man dann im Selbstversorgen doch ein wenig bevorzugt bauen, weil im Sommer habe ich alle möglichen Früchte, die nicht halten. Und dann muss ich aber auch, weil ja eigentlich das Winterhalbjahr, sag ich mal, ist ja länger wie das Sommerhalbjahr. Also muss ich doch schauen, dass ich was Haltbares herbringe. Dann, weil wir gerade so schön, habe ich nur die Abteilung für mich. Wurzelgemüse, was auch wieder hauptsächlich zum Einmachen ist. Das sind einmal die Karotten, habe ich einmal die Marquette, frühe Möhre. Früh ist da nicht schlecht, weil die brauchen bei uns sowieso ein wenig länger. Ist lagerfähig, das ist wichtig. Wobei wir die nicht klassisch einlagern, sondern ich mache die gleich in Würfel meistens, also in grobe Würfel oder grobe Scheiben und friere die ein, weil da sind sie einfach Mäuse und Ratten sicher. Man weiß nicht, was in den Keller reinkommt. So zum Einlagern ideal ist unser Keller nicht, also jetzt für Kartoffeln und so weiter. Und dann ist es mir lieber, das in die Gefriertruhe, einfach roh einfrieren. Hat auch den Vorteil, falls man jetzt dann, was ja der Selbstversorger doch immer wegen einen längeren Stromausfall hat oder so, ich habe nichts Gekochtes da drin, ich kann die dann doch im Notfall außen lagern. Ne? Also ich vergib mir nichts. Und weil es bei den Karotten so schön ist, habe ich nur die Harlekin. Einfach eine bunte Mischung. Ist eine Mischung aus vier Sorten. Julia, Orange, Purple Haze, also das Purpurrot mit tieforangem Fleisch, Yellowstone F1 und White Satin in Weiß. Ich werde jetzt einmal nur schauen, dass man so richtige gelbe Rüben kriegt. Weil die einfach vom Geschmack her deutlich besser sind. Weil viele von den Karotten werden ja jetzt auf Lagerfähigkeit gezüchtet oder auf Schönheit. Ja, und irgendwas bleibt dann letztendlich liegen und dann ist es halt der Geschmack. Das ist bei Tomaten genauso. Tomaten, wenn halt gezüchtet wird, die werden ja nicht mehr auf Geschmack gezüchtet. Der ist echt Nebensache. Die Tomaten muss erstmal ausschauen wie gemalt und dann einfach lager- und transportfähig sein. Weil wenn die Dinger da in Italien, Spanien, sonst wo produziert werden, dann liegen die 3 Tage im LKW. Und das müssen die aushalten. Oder von Holland nach Österreich oder ich hab's ja schon in Kroatien, muss man sich vorstellen. In Kroatien gibt's Leute, Deutsche vor allem, die kaufen belgische Tomaten oder holländische. Und
in Kroatien dann vor der Haustür ist das Feld, wo der dann nebendran seine Tomaten verkauft, Freilandtomaten. Aber die sind halt nicht so schön. Dafür haben sie Geschmack. Also das muss man sich selber entscheiden. Aber ich weiche ab. Wurzelgemüse ist natürlich dann der klassischer dabei, der Sellerie. Da habe ich jetzt die Sorte Neon-Knollensellerie. Gesunde, wüchsige Profisorte. Weil ich jetzt danach ja, Anfang Mitte März aussehe als Pflanzen. Und dann mal schauen, ob es was weiter. Sellerie ist ja immer so sagt, das wird ja immer. Schauen wir, wie es macht. Dann haben wir Pastinaken. Da habe ich zwei Packungen, drum ist der Gummi rum. Das ist die halblange. Ich mochte die gerne, die hat ein wenig so einen süßlichen, karottenähnlichen Geschmack, haben die Pastinaken, finde ich. Und ja, kann einfach mit so einem klassischen Wurzelgemüse, sei es für Braten, Ansatz für Suppen, für Soßen, braucht man es überall. Ne? Dann natürlich, was in so ein Wurzelgemüse gehört, ist Lauch, Longbow. Ende ab Anfang September bis Mitte Dezember. Also da machen wir es eben genauso. Ich schneide die in Streifen, oder in Scheiben vielmehr dann. Und die werden dann eingefroren. Und es hat auch den Vorteil, ich brauche nicht immer ganze Stange. Ich kann, was ich halt brauche, nimmt man dann raus. Der Rest bleibt eingefroren. Und wie gesagt, alles frisch einfrieren, nicht gekocht oder so. Dann was ich ganz gern habe, sind Lauchzwiebeln, die könnt ihr ja eigentlich, ich glaube sogar im Vanillepudding, die ist am liebsten mit rein. Da habe ich jetzt Verdreschflegel, hat auch sehr gut funktioniert, wobei die heuer ein extremes Problem haben mit Ausliefern, die werden einfach überrollt. Es kommt bei mir eigentlich, wie gesagt, überall, sei es Salat, Suppen, Soßen, kann man überall, da ist ein Geschmack drin. Und da habe ich noch die Togaret, da stehen schon alle draußen. Ich muss jetzt dann mal schauen, wenn der Schnee weg ist, wie weit die überlebt haben. Die habe ich im Oktober ausgesät. Sie haben kleine Spitzen gebildet. Man wird sehen, was rauskommt. Ich werde es auf jeden Fall in einem Video auch erwähnen. Ich habe jetzt dann vor, so Gartenrundgänge mehr oder weniger regelmäßig zu machen. Und da wird die wenn man dann immer wieder mal schauen. Ja, und was nur zum Wurzelgemüse natürlich auch hat, ich mochte den Geschmack unheimlich gern. Das ist Wurzelpetersilie. Ich habe jetzt da die Orbis lange. Kommt auch auf schweren Böden gut zurecht. Kräftig schmecken, das ist das Gute. Also, wie gesagt, Petersilien, ich mochte gerade, das kommen dann bei den Kräutern nur dazu. Ja, den Petersiliengeschmack. Ich will die ja gar nicht so mini-klar gehackt haben, das darf was da sein und ich mag es einfach. Ich kann wieder reinlegen. Ja, dann, dass der Tisch leer wird. Wenn wir gerade im Boden sind, natürlich Radieschen, das sind für mich immer so Lückenfüller oder Plätze, wo man vorher, ja, wie gesagt, Lückenfüller eigentlich. Aber einmal die Ostereiermischung fand ich ganz witzig. In Rot, Purpur, Weiß und Rot-Weiß. Kann man jetzt dann langsam anfangen auszusehen, aber wie gesagt, da braucht es erst einmal frostfrei. Dann nochmal Verdreschflegler-Sorten. Irgendwas Französisches. Das längliche Rosa mit weißer Spitze. Ich habe jetzt leider kein Bild. Das ist halt so, Radieschen haben wir den ganzen Sommer über.
vor allem Eiszapfen, die kann man dann einmal schnell zwischendurch, da kann man glaube ich auch recht wenig verkehrt machen, die wachsen halt. Oder eben da das Quarter, ich kaufe dann immer gleich den Großpack, weil wie gesagt, wenn irgendwo Platz ist, kurz das Ding dazwischen streut, die haben keine lange Kulturdauer, man kann sie einmal schnell eine rausrupfen, man kann einmal schnell einen Salat dazwischen, ja, was auch immer. Ja, weil gerade, wir sind noch im Boden, Kohlrabi. Kohlrabi ist eigentlich auch so, ja, Frucht, Wurzel, Gemüse für mich. So das, man kann es auf der einen Seite noch, ja, aber kann man Karotten genauso. Aber jetzt den Superschmelz, das ist ja die klassische Sorte, ja, wächst vor sich hin, man muss ein wenig aufpassen. Gerade jetzt Kohlsorten, da sollte man mal ein Fliegennetz bei Rat halten. Hier ein Kohlweißling. Und ansonsten kann man da nicht viel falsch machen. Dann gehen wir. Ach, machen wir erst den Kohl. Habe ich einmal den sibirischen Kohl. Der ist gerade im Gewächshaus. Ich muss sagen, im Moment, mein Gewächshaus ist, also der Folientunnel, da wird nichts geheizt oder so, ne? Also überhaupt nichts. Ich habe es in dem letzten Video bestimmt gesehen mit der China-Heizung und er wächst vor sich hin. Ich habe jetzt da nichts gegossen oder eigentlich gar nichts gemacht. Seit Oktober, glaube ich, haben wir es gemacht. Haben wir es auspflanzt. Seitdem steht das Zeug da drin, es wächst aber auch nicht vorwärts. Gut, wir haben Winter, da ist, wo soll jetzt was wachsen? Aber das wird auch nicht kaputt. Ich denke, der wird jetzt erst mal, wenn es warm wird, wird er richtig Gas geben. Und dann haben wir eben da zeitig schon mal Kohl. Dann habe ich da einen Spitzkohl. Ich mache den Spitzkohl lieber wie den runden. Die sind ein wenig süßlicher und nicht so Kohl. Weil Sauerkraut machen wir eher nicht ein. Es ist keiner bei uns. Und ich mache dann lieber auch da eben in Streifen schneiden und das anbraten. Also kann ich empfehlen, einfach so in der Pfanne anbraten, ein bisschen Fett. Ein bisschen Salz, Pfeffer durchgeschwenkt, schmeckt echt gut, ein wenig süßlich. Kein großer Aufstau. War ideal, wenn man ein wenig Speck drunter rührt, dann schmeckt es auch nach, hat es ein wenig mehr Geschmack. Oder eben Krautsalat, der ist dann auch nicht so auch nach Kohl, so weiß ich auch nicht. Dann habe ich da Rotkohl. Für Bayern und das Ding ist es Blaukraut, ne? Weil es ja eigentlich auch mehr blau als rot. Ja, da nimmt man eben das klassische Blaukraut für unser Schweinebraten, Scheiferler und so weiter, Wildgerichte. Kann man aber als Salat machen oder eben auch anbraten, ne? Ist auch für unser Klima da oben besser geeignet. Ich habe jetzt dann da von Bobby Seeds so eine Kohl-Neu-Entdeck-Box. Man muss ja mal einfach sich mal schauen, was da so drin ist. Ich habe es einfach so mal zur Gaudi bestellt. Es sind so Holzstecker dabei und sind 7 Sorten. Ist einmal Kalibos, ein spitzer Rotkohl, für Rohkost geeignet, gekocht verliert er etwas an Farbe und eine kurze Kulturdauer, das ist ja auch nicht schlecht, weil manche Kohl, die stehen ja ewig darum. Dann hat Sweetie F1
Also flacher Weißkohl. Auch gerne als Türkenkohl bezeichnet. Also eine weichere, lockere Struktur. Wird als Delikatesse oder Aromakohl bezeichnet. Braucht 90 Tage von Pflanzung bis zur Reife. Das hat dann mal für meinen fränkischen Döner und so schlecht gut geeignet. Ne? Dann Brokkoli. Ups. Sprossenbrokkoli. Kann man einzeln ernten, das ist auch nicht schlecht, weil sonst haben wir immer so ein Ding und die Hälfte geht sowieso kaputt. Wir werden es verfolgen. Dann Scarlet, ein Grünkohl. Ist ja jetzt für unsere Region eigentlich nicht so typisch. Ist ja eher für Norden bekannt. Aber die halten halt im Winter recht gut, dann kann man doch einmal, wenn man es nicht erst im Oktober pflanzt, sondern häufig schon mal im Juni, Juli, August, hat man einfach im Winter auch irgendwas Frisches. Dann habe ich dann Romanesco. Die sind ja vom Geschmack her irgendwo, ja, Blumenkohl, Brokkoli, so dazwischen drin ist halt ganz schnuckelig von der. Von der Form her macht halt irgendwas Eier am Teller. Und man kann sie einfrieren. Also. Dann haben wir da die Emerald Ice. Ein Blattkohl, Bündelkohl. Geschmacklich wenig an Kohl erinnern, fein, leicht süßlich. Die Pflanzen wachsen nicht in die Höhe wie Grünkohl, sondern bleiben niedrig. Werden aber ähnlich Grünkohl kultiviert und zubereitet. Blattkohl soll nicht so stark gedüngt werden wie andere Kohltypen. Recht frostbeständig. Es werden einzelne Blätter geerntet, diese kurz gedünstet oder gekocht. Also wie gesagt, das ist auch wieder so Wintergemüse fast, wo man. Und dann Autumn Star. Eine Mischung zwischen Rosen und Grünkohl. Das passt, da kann ich meiner Frau dann einen Rosenkohl, die mochte nämlich nicht. Verkaufen, weil es ja eigentlich im Wuchs wie Rosenkohl wachsen hier Mini-Kohle, die an Wössing erinnern. Wir werden es probieren. Also wie gesagt, da gibt es dann so kleine Gartenboxen mit spezielle. Ich zeig's euch mal. Weil ich muss auch sagen, ich wäre in meinem Leben nicht auf so die letzten Dinge kommen, also es ist ganz, ganz schick da, ne? Dann haben wir da Blattgemüse, sag ich jetzt einmal. Es geht los mit Postelein. Wo ich jetzt wenn so gedanklich Richtung Feldsalat. Und ihr seht, den habe ich dann, ne? Also Feldsalat, das ist ja, Feldsalat kenne ich ja, mich baden, ne? Ich mochte den Gurt gern mit Speck und, ach, das ist einfach, so Himbeeressig-Dressing oder so, das da früher wegen Essig scharf sei, habe ich gern. Ja, da habe ich jetzt, wie gesagt, vier verschiedene. Dunkelgrüner, vollherziger, Feldsalat Witt. Na, sind drei verschiedene. Und ja, ist auch für mich ein wenig so ein Lückenfüller, ne, wo man Platz hat, neigstreut, gar nicht in Reihe und Glied, einfach neigstreut, wachsen lassen, ernten, fertig. Dann habe ich einen Romana-Salat. Den habe ich eigentlich immer lieber mit dem Kopfsalat. Der ist ein wenig knackig. Der heißt jetzt Little Game. Ist kleinwüchsig, süßlich. Also wie gesagt, mir ist er lieber wie der Kopfsalat.
Dann habe ich da einen Wintersalat. Gut, Restschlägler. Der steht auch im Gewächshaus. Also bis jetzt, wir haben jetzt, heute haben wir minus 14 Grad gehabt. Problemlos. Er wächst aber nicht vorwärts im Moment. Also der steht seit November. Es hat sich noch nichts gebildet. Ich denke, wenn es warm wird, schießen die los wie die Raketen. Und dann haben wir schnell wieder Platz im Gewächshaus. Ist auch gut. Dann Schnittsalat, Salad Bowl. Auch Dreschflegel. Also Eichblattsalat. Kann man einzelne Blätter wegpflücken. Ist ja eigentlich auch immer ganz schön, weil oft braucht man bloß ein paar Blätter. Wenn zwei Mann, will ja einen bunten Salat, habe ich vier Kopfsalat. Wer isst denn sowas? Winterendivie, der steht auch im Gewächshaus, also im Folientunnel, ist aber auch nicht vorwärts gewachsen. Also da die Erfahrung, Oktober pflanzen ist zu spät. Wenn, dann soll man irgendwo, vor Anzucht steht er Juni, Juli, jawohl, dann hat man irgendwo August die Pflanzzeit, dann macht der auch Köpfe und dann kann man den auch, er wächst ja nicht vorwärts, also den kann man dann einfach lagern im Boden, im Folientunnel. Und dann habe ich einen Eichblattsalat. Der ist ja wegen so ja, leicht nussigen Geschmack, so einmal. Wie heißt jetzt Rubine, der? Was da dazu passt, Blattgemüse, das Mangold. Ich habe jetzt da die Five Colors. Kann man ja im Ganzen verwenden. Kann man auch ganz gut die Blätter zum Einwickeln, wenn man jetzt Rouladen oder so, kann man die dann da in das Ding. Und dann, wenn man es kriegt beim Metzger, ein Schweinenetz drumherum, das ist ja eigentlich nur Fett, das einpacken und dann hat man das schön als, oder in Fisch einpacken zum Beispiel. Ne? Und halt, einer von meinen wichtigen Gründüngungs Lückenfüller Nutzpflanzen ist der Spinat. Also das ist auch so der Klassiker. Ich streue das Zeug überall, wo Platz ist. Es macht zu und was man dann nicht ernten kann, nicht ernten braucht, zack, mit dem Boden, Gründüngung. Und das mache ich auch nicht in die Reihe oder so, einfach breitwürfig ins Beet und fertig. Ja, was wir jetzt noch nicht haben, sind ein paar Kräuter. Ich habe einmal, das ist nichts zum Essen, Katzenminze, die wollte ich einfach jetzt mal probieren. Sie steht auch, die habe ich im Herbst gesät. Noch lebt sie. Aber ich weiß jetzt nochmal aus, ich habe da bloß einen Teil ausgesät, den Rest habe ich übrig gelassen. Ich mochte die kann man so im Staudenbeet, ist das so der klassische Lückenfüller, die kann man überall, oder außen am Rand, dass der Rand wegen die hässlichen Rabatten gebrochen werden, ideal. Dann kommen wir zu die Kräuter, zu die Esskräuter. Da habe ich einmal Liebstöckel, das klassische Maggi-Kraut. Kann ja ein jedes Suppen oder so, also das kann man mit um sich werfen, ne? Bohnen habe ich ja gesagt, haben wir einen Haufen, da kann man dann auch ein Bohnenkraut dazu machen. Eintöpfe, Bratkartoffeln, Wurst. Wurst machen wir ja auch selber. Und dann mein absolute Lieblingskraut. Alter, das kommt bei mir echt überall rein. Das sieht man schon, habe ich mehr. Ist Petersilie, und zwar die Blattpetersilie, die breitblättrige. Ich mochte die kräusliche nicht, die schmeckt nicht, finde ich. Das muss so richtig nach Italien, nach Urlaub schmecken. Und das kann man auch ruhig ein wenig grob drauf. Aber bei Fisch oder so, das darf nach Petersilie schmecken, das ist frisch. Und die, teilweise trocknen wir die, teilweise werden sie aber einfach klein geschnitten, eingefroren, wie sie sind. Und dann hat man immer
Was ich bei Petersilie vergessen habe, Petersilie und Schnittlauch nie nebeneinander, das wird nichts. Eins davor von den zwei wird nichts. Weiß nicht warum, ist aber einfach so. Also immer gute räumliche Trennung. Weil viel Sommer, mein Petersilie wird nichts oder mein Schnittlauch wird nichts. Also das ist auch nicht gesagt, das wird nichts oder das ist. Eins von den zwei wird nichts. Also immer räumlich trennen. Dann habe ich Kerbel, kann man wenig so zu Fischgerichte, in Salate oder so. Ist jetzt nicht der absolute Bringer, also nicht, dass man sagt, der dreht den ganzen Geschmack um. Jetzt Dill hat er bei mir zum Beispiel nicht gefunden, ich mache keinen Dill, ich mache den Geschmack nicht, das ist für mich der absolute Geschmackskiller. Dill ist gut für den Boden, aber der wächst da so fassig, dann haben wir wieder mehr Unkraut, also hat das für mich keinen Sinn. Aber Kerbel kann man wegen der Zutat, ist mehr oder weniger grün. Und Koriander habe ich jetzt noch. Ist ja auch zum Würzen. Gibt halt einfach wenn so ein. Und haben eine verdauungsfördernde Wirkung. Wir werden es verfolgen. Ja, das war jetzt der Anfang. Jetzt kommen wir bestimmt ein paar so Kleinigkeiten dazu. Wie zum Beispiel Schnittlauch habe ich jetzt noch keinen Samen, muss ich mir noch bestellen. Was ich nicht aussehe, ist Zwiebel und ja, Kartoffeln sowieso nicht. Weil Zwiebel, die kaufen wir das ist mir da aufgeschaut, das sind die Mini-Dinger da und dann, wir haben wie gesagt so einen groben Boden. Und bis die dann antreiben, dann ist wieder mehr Unkraut drüber. Also da können wir dann ganz noch die Zwiebeln hinterherlaufen. Das wird nichts. Und zu Kartoffeln, die habe ich bestellt, einige Sorten. Da kommt dann ein extra Video, wenn es soweit ist. Die habe ich bei Kartoffelvielfalt bestellt. Die werden schon ziemlich ausverkauft sein. Man kann da bei Zeiten bestellen, im November oder so. Und das war dann passend zur Aussaat oder zum Pflanzen. Liefert, finde ich ganz schön. Und ja, da machen wir dann das Video da. Ich hoffe, ich habe euch ein wenig unterhalten können mit meiner Saatgutauswahl. Hoffentlich war irgendwas Interessantes dabei. Wenn ihr irgendwelche spezielle Fragen habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen, wenn ihr mal ein Abo da lasst. Also, klickt da. Und die Glocke dann, weil jetzt geht es dann langsam los, dass mehr Videos kommen. Es war jetzt einfach Winter. Ich habe jetzt danach verschiedenste Themen vor mir. Also ich werde jetzt da keinen neuen Gemüsegartenkanal starten, weil da gibt es schon sehr viele. Werde aber jetzt da immer wieder mit einfließen lassen. Und ich versuche jetzt halt so Themen Pflege, Gartenpflege, Gartenbaumpflege und so weiter. Lasst euch überraschen. Es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal.